Yakari und die Riesenechse. Na, willst du nicht mal probieren, Yakari? Und guck mal hier, ich habe eine schöne Muschel gefunden. Hier ist wirklich was los. Was da wohl drin steckt? Hey, das war mein Fisch. Ich finde euren Sumpf klasse. Das stimmt. Unser Sumpf ist der tollste Ort der Welt und es wimmelt hier von spannenden kleinen Tierchen. Gut gemacht, Bruderherz. Igitt. Für meinen Geschmack ist hier nichts dabei. Na, was ist? Träumst du gerade? Du könntest mir sehr gerne helfen, Yakari. Ich muss Wasser fürs Dorf suchen. Wasser suchen? Wieso denn? Aber hier gibt es doch mehr als genug Wasser. Greif zu, Regenbogen. Nein, ich glaube, das ist keine sehr gute Idee. Die Frauen sind noch nie zum Wasserholen hierher gekommen. Die Sümpfe sind wohl für unseren Stamm nicht gut. Ach was, jetzt komm. Hier gibt's so viele tolle Tiere zu beobachten. Eben. Mir sind es etwas zu viele. Seit wann hast du denn Angst vor kleinen Tieren, Regenbogen? Jetzt auch noch eine Schlange. Nanu, seit wann hast du denn Angst vor kleinen Tieren, Yakari? Du solltest bloß nichts von dem Wasser schlucken, rate ich dir. Willst du mitkommen zum Wasserfall? Warte doch, Regenbogen, ich helfe dir beim Tragen. Uns erklären, warum das Wasser aus dem Sumpf nicht gut für uns ist? Wisst ihr, für uns ist alles gut, was galoppiert, wie die Pferde in der Prärie oder das Blut in unseren Adern. Und mit dem Wasser ist es genauso. Wenn es in den Bächen und Flüssen galoppiert, dann tut es uns gut. Aber das stehende Wasser im Sumpf, das bringt Gefahr. Oh. Es ist wahr, Yakari. Aus dem Sumpfwasser droht euch Gefahr. Nein! Es war nur ein Albtraum. Was meinte großer Adler nur? Es hatte was mit dem Sumpf zu tun. Ich muss dahin. Nein, das macht ihr nur Angst. Ich reite allein in den Sumpf. Blitz und Donner mag ich nicht. Das weißt du doch. Ja, ich weiß. Aber ich mache mir Sorgen um die Tiere im Sumpf. Ich muss verstehen, was großer Adler mir sagen wollte. Eine Opossum-Mutter! Ihr dürft nicht weiter. Dort ist ein Ungeheuer, das wird euch auffressen. Ein Ungeheuer? Im Sumpf da? Versteckt euch, Kinder! Was war das? Gewitterdonner? Oh nein, das war ein Tier. Und zwar ein Tier, das ich nicht kenne. Ist sie vor Angst gestorben? Das ist ein Trick. Sie tut nur so. Manche Tiere können sich totstellen, wenn sie in Gefahr sind. So wie die Opossummutter. Dann lassen sie Angreifer in Ruhe. Steigt sofort auf, meine Kleinen. Wir müssen schnellstens weg hier. Die Waschbären! Jetzt sagt mir bloß nicht, dass ihr auch auf der Flucht seid. Doch! Wir können nicht mehr im Sumpf bleiben, Yakari. Da ist ein neues, riesiges Ungeheuer. Es hat ein riesiges Maul und es frisst alles, was sich bewegt. Bitte hilf uns, Yakari. Das ist das Wesen aus meinem Traum. Kein Tier zu sehen oder zu hören. Sie sind alle verschwunden. Der Silberreiher. Der war doch auch in meinem Traum. Oh, er ist so hübsch. Oh. Oh. Oh.
war das für ein Monster? Ich weiß es nicht. So ein Tier habe ich noch niemals vorher gesehen. Geh bloß nicht zu nah ins Wasser. Was ist, wenn es wieder da rausspringt? Wie ist es wohl hier reingekommen? Weißt du, wo Yakari ist, Regenbogen? Er ist wirklich schon sehr lange weg. Es wird noch ein furchtbares Gewitter geben. Er muss unbedingt nach Hause kommen. Er wird doch nicht etwa in den Sumpf geritten sein. Los, komm da weg, Yakari! Oh! Nicht, kleiner Donner! Es ist zu stark für uns! Lauf weg, du musst Hilfe holen! Schnell, kleiner Donner! Keine Angst, mir wird nichts passieren! Ganz ruhig, große Echse. Ich spreche deine Sprache, hörst du? Ist ja schon gut. Jetzt wünschte ich mir, ich könnte fliegen. Großer Adler! Du bist da! Was ist das für ein Tier, großer Adler? Es ist zum Fürchten. Und es ist genau wie du, Yakari. Es hat ebenso sehr Angst. Das macht es wütend und gewalttätig und sehr gefährlich. Deine Ahnung hat dich nicht getrogen, Yakari. Dieser Sumpf ist nicht sein Zuhause. Es kommt von weit, weit her und ist nun plötzlich an einem Ort gefangen, der viel zu klein für es ist. Ja, natürlich. Es hat eine Überschwemmung gegeben. So ist es hergekommen. Jetzt verstehe ich. Nur, wie soll es jetzt wieder nach Hause finden? Mit dem Wasser ist die Gefahr hergekommen. Mit dem Wasser wird sie wieder verschwinden. Oh. Verschwinden? Wie denn nur? Ja, na klar. Ich muss eine Wasserrinne finden, damit du nach Hause zurück kannst. Das wollte großer Adler sagen. Nur ein bisschen mithelfen musst du dabei schon. Na los! Ja. Du wirst mir jetzt folgen. Oh. Ja, Kari ist wirklich so ein Dickkopf. Das ist kein Ort für... Oh. Wer seid ihr denn wohl? Ja. Weißt du, wo ich Yakari finde? Er ist in Gefahr, richtig? Los, schnell! Ich weiß nicht, ob du mich verstehst, aber ich will dir helfen. Dieser Sumpf ist viel zu klein für dich. Du wirst hier niemals genug Futter finden. Ich führe dich raus. Na los, komm! Hoffentlich entwischt er diesem schrecklichen Ungeheuer. Oh nein, dieses große Schuppenmonster ist ja schneller als ein Pony. Schnell, Yakari, spring auf! Komm! Hey, du Riesenechse! Lass das, Regenbogen! Das ist zu gefährlich! Lass sie in Ruhe, du Bestie! Yakari.
Bring Regenbogen in Sicherheit, kleiner Donner. Und du? Ich muss das Tier zum Fluss locken. Das ist der einzige Weg, wie wir es wieder loswerden. Gut. Es hat geklappt. Ich glaube, jetzt sind wir beide gerettet. Komm, nur noch ein kleines Stück. Na, siehst du? Mit diesem Fluss findest du ganz schnell wieder den Weg nach Haus.